Einen wunderschönen guten Morgen euch damit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play on the 2. Omnibus Simulator. Ja gut, guten Morgen, vielleicht eher ein bisschen wegen der Uhrzeit hier in-game und vielleicht auch meine Aufnahmezeit. Wir stehen nämlich mal wieder auf Rheinhausen und fahren mal wieder einen Schulbus. Und das ist das Interessante dabei, finde ich. Gibt nämlich nicht nur diese S-Linie, die dann nach Oberfeld fährt, sondern es gibt für einige andere Linien, gibt es ja halt morgens um 7 Uhr, was halt so zur Schulzeit passt, gibt es viele Einsatzwagen, die dann eben ja, Schulzentren anfahren oder zum Beispiel die Universität. Ja, nö, das schauen wir uns heute mal an. Und zwar fahren wir heute mal wieder mit dem MANNL mit 10G-Tank. Allerdings heute mal in der etwas besser motorisierten Version. Also mit der 3 vorne dran. So, genau, Fahrplan haben wir hier stecken. Achso, wir müssen erstmal zum Domshof. Da war ja was. Ich glaube, die 15 fahren. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ja, Licht brauchen wir es auf jeden Fall, oder? Ah, ja, Licht ist immer nicht verkehrt. Vor allem im Innenraum auch, weil es noch recht früh. Wobei die Schüler, die können eigentlich, das ist ja nur Schüler. Ja, machen wir mal ganz gut hell hier. Bisschen auf, wegen frischer Luft. Dann schauen wir mal irgendwas Witziges. Zum Beispiel, bitte, machen wir mal Ziel einfügen. Hat irgendwas Cooles, Betriebsfahrt oder so? Ach nee, es ist sogar ein echtes Ziel. Ui, das will ich eigentlich nicht. Ziel 0, Ziel 13. Ziel 99. Also betriebsfahrtmäßig ist hier irgendwie nicht so, gell? Finden wir nicht irgendwas, was ein bisschen betriebsfahrtmäßig ist? Ich bin Profi, müsst ihr wissen. Ja, das sieht doch gut aus. Betriebsfahrt, wunderbar. Ziel 110. Ja, okay. Muss man auch wissen, ne? Ist eigentlich immer von Verkehrsbetrieb zu Verkehrsbetrieb unterschiedlich, wie man da seine Linien so benennt, ne, wie man die Ziele halt so auswählt, ne, und hier ist es halt normal. That's just how it is. Ja, ich weiß, das ist schon so ausgelutscht wie so ein alter Drops, das ist mir aber egal. Es hat gerade so gut gepasst, tut mir ja auch leid. Ja, es hat einfach nur gepasst. Das war der einzige Grund, warum ich das zitiert habe. Wirklich. Wenn mir glaubt und nicht. Und ansonsten können wir hier auch mal... Ja, man merkt schon, dass er ein bisschen besser aus dem Potten kommt. Also gestern habe ich halt die andere Aufnahme gemacht und jetzt halt... Mich hier mit der anderen Version. Jetzt gucken wir mal, was der Kollege da vorne macht. Weil eigentlich lösen wir ja Fahrten durchaus ab. Details. Der dürfte eigentlich nicht den gleichen... Fahrtweg haben wie mir. Achso, der macht jetzt hier erstmal Dienstplan. Den habe ich schon. Den Depp. Hätte sie dir woanders abholen können. Also, wir müssen halt schauen, dass wir jetzt halbwegs pünktlich zum Domshof kommen. 34 ist, glaube ich, Abfahrt. Ah, fährt schon wieder los. Ja, steht wieder in der Schranke. Du bist ja mein Profi. Weiß ich gar nicht, die Schranke anfordern. Nee. M-m. Ja, Verfrühung 1 Minuten. Ja, das ist eigentlich in Ordnung. Vorausgesetzt, das passt da irgendwie. Aber gucken wir mal, ne? Ich will doch nur pünktlich sein. Die armen Schüler. Denk doch mal einer an die Kinder. Was ist denn da eigentlich los? Die Schranke ist da oben, gell? Du wartest wahrscheinlich nur auf die... Auf die restliche Verkehr, oder was machst du? Kollege, Gaspedal ist rechts unten, wenn du brauchst. Ja, Schranke ist... Ah, danke schön. Ich kann mich da gleich durchdrücken oder... an. Ah, ich nichts Schranke durchdrücken. Ich extra da anfordere Schranke. Dann warten wir nochmal eine halbe Ewigkeit. Yay! Harry, machst du mal auf? Danke! Ah, der Harry ist ein guter. Mal ein bisschen verpennt, aber... der Harry ist ein guter. Und ja, der Schrankenwärter heißt Harry bei mir. Kann auch nichts dafür. Sonst können wir nämlich ein bisschen alter finden. Ja, der zieht ganz gut ab. Tatsächlich. Also gerade für Schüler so einen Bus rumschubsen, ist eine gute Idee. Ja, genau. Hm. Er hat mich geschubst. Ja, so ist es. Ne? Jetzt warten wir hier nochmal. Ach, Kollege, lang nicht gesehen. Na, Werner, wie geht's dir? Was fährst du heute? Ah, und Schulwagen. Ja, okay.
Naja, so ist das hier, ne, bei der RVB um die Hochzeit, ne, da rückst du aber aus für eine Fahrt. Also wir rücken sogar gerade fahrplanmäßig aus. Ich glaube, ihr habt es vorher schon gesehen, wir rücken jetzt wirklich fahrplanmäßig aus. Supergeil. Ja, ne, Betriebsfahrt. Stehen wir herum und warten. Ich muss doch schauen, dass ich nicht mal überholt bekomme hier. Ja, genau. Harry, guck's mal, dass du da rüber kommst. Ah, nee, Harry war der Schrankenwärter. Ich kann mir doch keinen Namen merken. Und ja, das reicht jetzt noch. Ich fahr da, oh, guck mal, das abbiegst hier. Ich bin schon etwas illegal über den Kreuzungsbereich gefahren. So, wir müssen ja zum Domshof. Das heißt... Harry, fährst du mal eine rüber? Nee, Harry, warum noch der Schrankenwärter? Ich hab keine Ahnung. Dann eben Werner, fährst du mal eine rüber? Ah, das wird eng. Ah, danke. Danke. Ich habe nämlich eine Spinne Minütchen zu spät vom Betriebshof losgefahren, ne? Und ja, ich weiß, dass der 50 sind. Aber ich glaube, ich muss hier lang, oder? Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, das ist richtig so. Wir müssen ja vom Domshof anfangen und vom Domshof, Dach Kollege, müssen wir durch die Innenstadt, dann müssen wir Richtung Norden auf der Karte, also wieder grobe Richtung Oberfeld. Kann ich jetzt über die Busspur überholen? Nee, kann ich nicht, weil jemand parkt. Ihr seid doch Penner. Ja, du bist auch ein Penner. Nur, dass du es weißt. Also der Gelbe. Das kann ich auch auf die Busspur, gell? Ach nee, hier steht schon wieder jemand. Leute, danke fürs Platz machen. Und ja, wenn wir Fahrgäste haben, fahre ich ein bisschen anständiger. Jetzt möchte ich nur gerne schauen, dass wir da irgendwie... ja, halbwegs pünktlich hinkommen. Ich merke schon. Nämlich, ich glaube, hier kommen wir doch in Richtung Ding, oder nicht? Das ist doch schon richtige Richtung. Und da geht's zum Domshof. Gut, ich hätte jetzt zwar gerne den Fahrplan, der danach auch schon ist, aber ich hoffe mal, das wäre der richtige. Ach, 37 ist das Abfahrt. Bin ich denn dann schon so zu früh? Ja, dann brauche ich gar nicht so schnell fahren. Dann haben wir ja Zeit. Ja, da kann ich mir sogar noch was zu trinken einschenken. Einen Schluck, bis da gleich der Stress des Tages losgeht. Oder noch einen kleinen Schluck aus meinem Kaffee Togo nehmen. Oh ja, Kaffee Togo ist auch sowas. Achso, jetzt dürfen wir nach links fahren, ne? Dürfen wir halt nicht, weil wir halt nicht nach links fahren müssen. Schade. Ja, aber ein Kaffee Togo ist schon was echt Lustiges. Also der hat auch gleich so ein bisschen exotischen Geschmack mit dabei. Der Witz ist super, ich weiß. Der Kaffee Togo ist super. Ich merke schon, ihr lacht, das ist... Oh, das ist die Balkenbiege, ne? Was ist denn heute los? Aber Werner, der hat heute aber richtig viel ja zu sprechen, ne? Der hat ja... Ich weiß auch nicht, was das soll. Aber so ist das halt. Ja, that's just how it is. Aber damit kann man so viel beschreiben, das ist ja das Traurige. Es tut mir doch selber weh. So, Verspätung 0 Minuten. Wir haben 37 am Domshof. Weißt du, mache ich jetzt aber erstmal hier mal 2 Minuten so. Ah, keine gute Idee. Doch, funktioniert. Kannst du nämlich schon den KI-Verkehr berechnen, weil wir sind gleich da vorne. Und hier ist ja nur, hier dürfen wir eigentlich nur 30 durchfahren. Das wurde bei meiner letzten Schulfahrt angemäkelt. Da haben sich, Leute beschwert, dass ich zu schnell fahren würde. kann ich gar nicht verstehen. Aber jetzt sind wir doch schon gleich da. Müssen wir halt schauen, dass wir ungefähr der 15 dann folgen. Das heißt, wir stellen uns schon mal so hin, dass wir... Vielleicht sind wir eh falsch. Vielleicht fahren wir auch da den anderen Domshof lang und ich bin jetzt da falsch rangefahren, aber guck mal, wenn wir da sind, dass sich der Fahrplan mal ändert. Ich weiß nämlich schon gar nicht mehr, welche Linie wir haben. Stellen wir uns mal dahin und wenn wir Glück haben, kommt ein Fahrplan. Wenn wir Pech haben, kommt kein Fahrplan. Ja, sind wir auf jeden Fall falsch. Ich weiß gar nicht mal, was das angenommen hat, aber tut mir leid. Ich schau mal ganz kurz. Liniennetzplan, Tag. So, wir fahren die 15, ne? Und die 15, die fährt Domshof über Hauptbahnhof. Ja, das heißt, wir stehen dann falsch und hätten ein bisschen anders reinfahren können, aber passt schon. Passt schon. Ja, hier kann man ja ganz gut wenden, das ist ja... Darfst du zwar wahrscheinlich nicht, aber hey. Ich muss ja nicht mehr rückwärts fahren, das passt ja auch alles so hier. Ob das hier keine Endhaltestelle ist, also kannst du wunderbar wenden. Hier müssen wir zwar richtig sein. Wenn hier die 15 abfährt,
müssten wir auch da oben an der Tafel stehen, wenn alles richtig ist. Gucken wir mal. Fahrplan. Ja, ne, gucken wir, ob wir da dran stehen. Ne, tun wir natürlich nicht. Aber hey, was willst du machen? Da gucken wir gerade nochmal, ob wir da irgendwas, zur Verfügung haben, ne? Der Domshof, Albert-Einstein-Gymnasium. Domshof, Plankenhof, Hauptbahnhof. Ja, Domshof, Plankenhof, Hauptbahnhof. Sollte eigentlich passen. Also 37 ist Abfahrt. Ich guck nochmal ganz kurz. Hätte ich schon mal schildern können. Also wir schildern jetzt. Genau, Domshof 15, 31, 41. Ne, es ist eh falsch. Hilfe. Da geht's doch zum Hauptbahnhof. Da geht's doch zum Domshof. Wir waren doch richtig. Ich hab doch keine Ahnung. Machen wir mal einfach mal hier. Linie 15.00. Machen wir mal Route 3. Ne, nicht Hauptbahnhof. Albert-Einstein-Gymnasium. So. Wenn ihr jetzt nicht mit wollt, dann machen wir halt einmal nochmal einen U-Turn und fahren halt mal dahin. Das müsste eigentlich richtig sein. Also eigentlich, ich stand am Anfang noch richtig, oder nicht? Wahrscheinlich nicht, aber gefühlt stand ich richtig. Und gefühlte Fakten sind ja heutzutage sowieso, das Ultimo. So, wenn ihr jetzt nicht mit wollt, dann fahre ich jetzt halt zum Plankenhof, ne? Nee, ihr wollt eindeutig nicht mit. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Also wir starten ja am Domshof. Oh, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Domshof, dann Plankenhof, Hauptbahnhof. Das ist ja der Plankenhof. Das ist der Plankenhof. Gut, dann sind wir hier eigentlich richtig. Nur keiner mit, ne? Haben wir geschildert. Albert-Einstein-Gymnasium. Haben wir denn hier sowas Cooles wie Linie... Haben wir sowas Cooles? Linie 3. GH. Nee, Linie 2. Nee, Linie 2. Linie 1. Ja, E ist super. Wenn ihn jemand ist, dann gucken wir, dass wir hier mal vorwärts kommen. Ne, dann kann ich da auch nichts machen. Keine Schüler da, dann ist halt... That's just how it is. Jetzt haben wir genug zitiert heute. Irgendwann ist auch mal gut. Wir haben einen Plankenhof. Ja... So, das ist ja hier, ne? Ah, das sieht auch schon richtig aus. Ne? Da wollte nur keiner einsteigen. Also wir standen einfach wirklich richtig, tatsächlich. Ich habe das nur zum Falschen korrigiert, aber gut. Könnt auch gerne hinten einsteigen, wenn ihr wollt. Wahrscheinlich macht er das nicht, hallo. Aber... Hallo. Guten Morgen, hallo. Alle mal einsteigen. Fahrkarten gibt es heute keine. Also ich bin heute den ganzen Tag... Ja, das ist schön für sie. Ist aber schon, dass wir eine Schulfahrt sind. Ja, aber pff. Es ist egal. Ja, aber eh finde ich gut. Und du wartest. Dankeschön. Soll das eigentlich auch die Auto... Genau, die Weiterschaltung automatisch funktionieren. Wunderbar. Nächste Haltestelle. Plankenhof. Nee, da waren wir gerade. Nächste Haltestelle. Hauptbahnhof. Da stimmt schon, er sagt, das sieht gut aus. Wunderbar, so komm, eigentlich müssen wir ganz kurz gucken, aber eigentlich ist ja nicht so viel los. Müsste mich auch ein bisschen auf die Fahrzeit achten, die habe ich am Anfang so ein bisschen verschlammt, aber ansonsten passt schon. Stellen wir uns da mal hin zu euch, ne? Dann gucken wir gleich schon mal auf das Ibis-Abklatsch, was das denn sagt dazu. Oh, 0 Minuten Verspätung. Nee, nee. Also im Schulbus, Heizung, nee. Also, ich würde zwar vieles machen, aber nicht in dem Schulbus eine Heizung an. Tut mir leid, sehr geehrte Fahrgäste. Das tut mir wirklich leid. Das kann, also, da kann ich wirklich... Nee, also irgendwann ist auch mal... Also, irgendwo ist immer die Toleranzgrenze erreicht. Nächste Haltestelle. Hauptpost. Ah, jetzt ist er wieder im Takt. Wunderbar. Jetzt können wir hier sogar mal das Sonnenrollo testen, wo es hier eng ist. Aber das passt doch soweit ganz gut. Also, ich... Bin doch durchaus zufrieden, ob des kleinen Fehlers am Anfang, aber... Das läuft doch. Das läuft doch einwandfrei. Ja, aber doch ist ganz gut was los hier, ne? Also kann man durchaus mal machen. Guten Morgen, einmal einsteigen. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten
Morgen. Guten Morgen. Ach komm, laufen Sie durch. Laufen Sie durch. Ja, ich simuliere das durch T und Shift-T drücken, ich weiß. Ist voll realistisch. Nee, aber das ist so bei meinen... Ach komm, laufen Sie durch. Gibt es zum Beispiel schon auch so Busfahrer? Ach komm. Nächste Haltestelle, Rheinstraße, Betriebshof. Also nicht nur, wenn du deine Fahrkarte vergessen hast, lauf mal durch, sondern auch einmal normal, bitte. Ach komm, lauf durch. Kein Bock auf Fahrkarten jetzt. Lauf einfach durch. Ich wollte jetzt irgendeinen Namen sagen, dass sich vielleicht irgendjemand angesprochen fühlt. Wenn ich jetzt ja der Kevin sage, sind wir alle beleidigt. Das Problem ist, dass ihr dann in eurem Köpfen die Assoziation weckt, dass Kevin was Negatives ist. Das ist alles einzig und allein eure Assoziation, ne? Wenn ich sage, lauf durch, Kevin, sagt, dann ist in eurem Köpfen wieder, hört, der hat was gegen Kevins. Ich muss irgendeinen Namen sagen, der irgendwie nicht vorbelastet ist. So ohne Vorstrafe. So Henrik oder so. Hirsch, ich heiße Henrik. Ja, dann, keine Ahnung, Freudienkeks. Keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art. So, jetzt kommen wir ein bisschen. Nee, schalten möchte ich eigentlich nicht. Hört sich interessant an, das Ding. Hört sich ein bisschen anders an als der andere Bus, wenn mich nicht alles täuscht. Kann auch sein, dass ich irgendwie heute ein anderes Lautstärkegefühl habe, aber... Oh, es kommt mir so bekannt vor hier. Ich glaube, wir waren hier schon mal. So, hier am Haltestellenschild halt, ne? Wisst ihr Bescheid? Guten Morgen. Hallo. Hallo. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Ja, das läuft doch wunderbar schon. Da können wir sogar geradeaus. Da ginge es wieder zum Betriebshof. Wunderbar. Warum steht oben eigentlich normale Fahrt? Keine Ahnung. Ziel Rheinstraße. Ah, da sind wir gerade. Okay, wunderbar. Dann verstehe ich es auch langsam mit dem coolen Gerät. Den Fahrscheindruck hätte ich gar nicht gebraucht. Das heißt, hier jetzt sogar eine nicht generische Variante nehmen können, aber egal. Genau, ne? Dann ist er, glaube ich, gar nicht mehr allzu viel. Ich bin jetzt auch nochmal ab. Und bei mir dürfen hier geradeaus. Ne, dürfen wir auch nicht. Hab gerade gesagt, wäre eine Busspur, ne? Das ist aber eine Parkspur. Schade. Vielleicht ist es auch ein Parkbus. Man weiß es gar nicht. Aus Ampelphasentechnisch sind wir ja gerade echt ganz gut dabei. Na, es möchte jemand aussteigen. Muss ich wegen solchen Leuten anhalten. Aber interessante Sitzplatz, Dings da, Texturen und so, ne? Zum Beispiel so blau gehalten und da vorne so ein paar auf rot. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen, dass auf den roten Sitzplätzen die mobilitätseingeschränkten Fahrgäste, priorisiert werden sollen. Boah, ich könnte jetzt so geil durchfahren auf der anderen Spur. Wenn ich da durchkommen würde. Nächste Haltestelle. Wenn. Fachhochschule. Ah, genau, jetzt fahren wir die Fachhochschule an und das Albert-Einstein-Gymnasium. So, da kommen wir jetzt noch durch. Oder? Ah, das wird eng. Dankeschön. Boah, ey, die lang brauchen, ey. Na, du kommst mir nicht so weit drüber hier. Danke. Jetzt gliedere ich mich wieder hier ein und stehe mir trotzdem im Stau. Yay. Hab gedacht, ich mache irgendwas gut damit. Also, über die Ampel sind wir schon mal gekommen. Ja, Ömschen hat Warzer Charles getrieben, ne? Oh. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ja, ich drück mich da rein. Ich bin in dem Bus, ich darf das. Wird eh keiner einsteigen, wie es aussieht. Das heißt, der Aussteiger darf ich... Ich weiß, ich darf das zwar nicht, aber ich lasse die mal nach der Kreuzung raus. Huhu, bin ich evil. Ich bin so evil. Das sind einmal hier raus nach der Kreuzung, gell? Ja, aber auf vier Ampel optimiert fahren und so. Ich weiß, ich darf die nicht außerhalb des Haltestellenbereichs rauslassen. Bla, bla, bla. Da will noch jemand raus. Wegen Versicherungsgründe und so. Aber die steigen auch aus, so alles kein Problem. Ne? Sind nicht bloß Schüler. ja, genau. Da vorne dürfte es ja gleich das Endhaltestelle sein. Nächste Haltestelle, Albert Einstein-Gymnasium. Boah, hier war ich jetzt echt noch nie. Boah, cool.
Gibt sogar eine Ansage, gibt sogar eine Terminus-Ansage hierfür. Nice, nice. Wie die Stadt in Frankreich, die ist auch sehr nice. Versteht ihr? Ja, versteht ihr. Jo, stehen wir mal dahin und dann müssen wir eigentlich irgendwo eventuell wieder zurückfahren. Aber, genau, Fahrplan wunderbar pünktlich. Von meiner Seite aus war es das heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und ja, wir sehen uns dann einfach in einer der nächsten Folgen wieder. Macht's gut. Bis dann, tschüssi.